Herzlich willkommen zum zweiten Teil heute mit dem Titel Buchhaltung, Buchen mit offenen Forderungen als Splitbuchung. Das bedeutet, in meiner Übersetzung oder das von mir selbst übersetzt, was ich damit meinte, wir haben also erst eine Buchung, die also schlussendlich eine offene Forderung ergibt, und diese offene Forderung wollen wir aufsplitten in mehrere offene Forderungen. Und das ist jetzt schon mal so ein kleiner Sonderfall, will ich jetzt mal sagen. Das heißt also, das müssen wir uns jetzt schon mal ein bisschen genauer anschauen, was dann eigentlich hier im Hintergrund passiert. Jetzt müssten wir erst einmal unseren Schulungsfall programmieren. Das bedeutet, wir machen also jetzt hier eine Einzelbuchung. Wir machen hier eine Einzelbuchung. Entschuldigung, Sekunde, ich muss die nur eigentlich wieder ganz kurz herstellen. Also ich hebe das auf, was ich gerade vorher gemacht habe, Zuordnung aufheben, damit haben wir die jetzt wieder. Also, wir haben jetzt wieder unseren Stahlbau Grube überwiesen, also mit einer Einzelbuchung. Wir haben also eine Einzelbuchung ausgeführt an das Girokonto hier, haben eben den Lieferanten Stahlbau Gruber gewählt und haben dem Stahlbau Gruber eine Rechnung bezahlt über 291,25 Euro mit einer Rechnungssumme im Verwendungszweck mit einer ganz bestimmten EA-Stelle. Haben wir erstellt. Diese befindet sich im Bankenübertrag. Die haben wir zur Bank gesendet. Also die finden wir im Bankenübertrag hier drin. Wir haben die dann entsprechend zur Bank gesendet. Diese Rechnung wurde uns dann vom Konto abgezogen, den entsprechenden Kontoumsatz finden wir unverbucht in der Buchungskontrolle. Das haben wir vorher gelernt. Mensch, völlig einfach. Wenn wir Split buchen wollen, oder wenn wir das Ganze buchen wollen, Entschuldigung, nicht Split buchen, wenn wir das Ganze hier buchen wollen, dann markieren wir diesen Posten hier, klicken unten auf Buchen. NetXP-Verein findet dann sofort die entsprechend offene Forderung. Und sagt, okay, hier kannst du haben, Stahlbau Gruber 291,25 Euro mit einer Rechnung von XYZ. Soll gebucht werden auf 4420, Beschriftung Instandhaltung, Werbebande. Stimmt aber das nicht ganz, denn diese Rechnung vom Stahlbau Gruber, das war jetzt diese Beschriftung Instandhaltung, Werbebande. Und außerdem hat er uns noch eine Einfahrtsperre gemacht, dass also nicht Leute mit dem Kfz in den Fußballplatz reinfahren können. Diese Einfahrtsperre, das ist also das verhindert, das schützt meinen Sportplatz vor Verwüstung und ist damit relevant im Endeffekt für meinen Sportbetrieb und ist damit, sagen wir jetzt einfach mal, eine Ausgabe im Zweckbetrieb. Das ist blöd, weil wir ja eingestellt haben hier drin, dass 291 oder 25 eben im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gebucht werden. Das heißt, wenn wir das Ganze hier anklicken würden, dann würde das eben jetzt entsprechend gehen, 291,25 Euro auf diesen gesamten Posten hier unten. Das wollen wir jetzt aber nicht, sondern ich sage jetzt mal, es sind 125 Euro, die diese Einfahrtsperre gemacht hat, ausgemacht hat, die so teuer war. Also sage ich jetzt erstmal, ich will 125 Euro, will ich jetzt woanders hin buchen. Und zwar will ich die jetzt buchen auf den Zweckbetrieb, sportliche Ausgaben, Beschaffung, Instandhaltung, Sportgeräte und Ausrüstung. Und da will ich jetzt 125 Euro hinbuchen. Sage auch noch, halt, pass mal auf, diese vorbelegte EA-Stelle in gewählten Posten überschreiben. Klicke unten auf Buchen. Bekomme eine Buchungsnummer. Bekomme eine Buchungsnummer. Wird natürlich nicht abgeschlossen. Ich habe jetzt erst 125 Euro abgeschlossen von dem Gesamtbetrag. Das heißt, ich klicke das nochmal an, klicke wieder auf Buchen. Er springt wieder automatisch auf mit offener Forderung verbuchen. Und er sagt, pass mir auf, du hast, Herr Rie, was ist jetzt passiert? Da ist doch vorher noch was anderes drin gestanden. Genau, und das ist jetzt genau das, was ich Ihnen erklären muss. Warum, was ist da passiert? Es ist folgendermaßen passiert. Eine Splitbuchung, das sind im Endeffekt zwei Buchungen. Eine in der Kostenstelle A
und die andere in der Kostenstelle B. Was wir jetzt gemacht haben, war das Teilbuchen einer offenen Forderung. Das gibt es nämlich auch noch. Das ist dann kein Split, sondern das ist eine Teilbuchung. Das heißt, wir haben insgesamt 291 Euro in der offenen Forderung und haben hier erst 125 Euro zugewiesen. Das heißt, wenn wir jetzt den Rest buchen würden, schaut dann folgendermaßen aus, die 166,25 Euro würden wir jetzt buchen auf 44 Ausgaben, auf 44,20 würden sagen, bitte überschreibt das Ganze und habe hier 166,25 Euro eingestellt, klicke auf Buchen, dann würde jetzt Folgendes passieren. Im Journal hätte ich also jetzt genau eine einzige Buchung auf dem Konto 4420 Beschriftungen über inzwischen 291,25 Euro. Diese offene Forderung, die wir bilden, die kann auch mit mehreren Kontoumsätzen an verschiedenen Tagen beglichen werden. So kann man sich das, glaube ich, besser verstehen. Das heißt, es ist damit keine Split-Buchung, das ist nicht eine Buchung, die ich auf zwei Konten verteile. Ich mache das Ganze jetzt wieder rückgängig. Alles, was ich jetzt gemacht habe, mache ich jetzt wieder rückgängig. Ich suche mir den Kontoumsatz übrigens, zur Schulung sollte man das mal vielleicht erklären, ich suche mir unter Buchungen Kontoumsatz, Kontoumsätze diesen Kontoumsatz raus, den ich jetzt gerade gebucht habe und klicke da unten wieder auf Zuordnung aufheben. Damit wird der Kontoumsatzteil wieder in die Buchungskontrolle geschoben und der Buchungsteil, der Postenteil, eben wieder auf die offenen Forderungen. Und wir sehen, wir haben immer nur wieder eine einzige offene Forderung, die an 4420 gebucht werden soll. Wie kann ich denn dieses Teil jetzt hier mit der Axt aufteilen? Diese eine Buchung sollen jetzt zwei Buchungen werden. Das geht genau nicht. Ich kann jetzt in unserem Fall nur eines machen. Ich gehe auf noch zu verbuchende Kontoumsätze, wähle mir, also es geht natürlich schon, aber eben nicht so, wie Sie das denken, wähle mir jetzt wieder diesen Stahlbaugruber, klicke unten auf Buchen. Und ich weiß, und NetXP-Verein weiß auch, hey Freund, hier gibt es eine offene Forderung, die hast du beim Zahlungsverkehr genau so eingegeben. Diese offene Forderung, die ich jetzt hier sehe, wird später meine Buchung. Und ich kann nicht aus einer offenen Forderung zwei Buchungen machen. Ich kann eine offene Forderung abstottern. Wenn ich fertig bin, ist diese offene Forderung eine Buchung im Journal. Was ich aber machen kann, ist, dass ich hier eine neue Buchung erstelle. Ich kann hier eine neue Buchung erstellen. Eine neue Buchung ist im Endeffekt nichts anderes als eine neue offene Forderung, die ich sofort buche, die ich sofort ausgleiche, in einem Arbeitsgang. Das brauche ich jetzt nicht machen, dass ich jetzt erstmal hier offene Forderungen erstelle, der dann den Kontoumsatz zuordne und die dann wegbuche. Sondern ich sage an der Stelle, neue Buchungen erstellen nun eben auf einmal, dass ich jetzt hier eine EA-Stelle wähle. Ich habe also jetzt hier eine EA-Stelle, wie eben zum Beispiel mein Zweckbetrieb, sportliche Ausgaben, Beschaffung, Instandhaltung, Sportgeräte, Ausrüstung. Ich will aber hier nur minus 125 Euro buchen. Damit bleibt ein Rest von 166,25 Euro. Klicke jetzt auf Buchen. Bekomme eine Buchungsnummer. Ist zugeteilt. So, jetzt habe ich diese Zeile. Er bleibt übrigens sofort da drin. Also er bleibt sofort in diesem Dreh und sagt immer noch, du, ich habe hier nur mehr offene Forderung gefunden. Ist uns egal, ich sage wieder eine neue Buchung erstellen und jetzt eben für 166,25 Euro den Rest und den will ich jetzt buchen, mal ein bisschen schneller, auf 4420 Beschriftung, Instandhaltung, Werbebande. Klicke ich nochmal auf Buchen, mit neuer Buchung erstellen, klicke ich nochmal, bekomme ich eine neue Buchungsnummer, ist abgeschlossen. Der Kontoumsatz geht genau auf. Und dieser Kontoumsatz, der ist jetzt gebucht und jetzt finden wir im Journal nicht mehr eine offene Forderung, Entschuldigung, nicht mehr eine Buchung, die aus einer offenen Forderung kommt,
sondern ich finde jetzt hier wirklich genau zwei Buchungen. Das heißt, ich habe diesen einen Kontoumsatz aufgesplittet. Aber es gibt noch ein Relikt aus diesem Zahlungsvorgang von vorher. Und zwar, welches Relikt habe ich denn noch? Ich habe noch innerhalb der Buchungskontrolle im Register offene Forderungen, habe ich diese alte offene Forderung von vorher, diesen Stahlbaugruber, Rechnung 12458 über 4420 Beschriftung Instandhaltung Werbebande. Ja, und hier drin wartet diese alte Buchung eben, dass sie endlich mit einem Kontoumsatz verbunden wird. Wird die noch jemals mit einem Kontoumsatz verbunden werden? Nein, das wird sie nicht. Weiß ich als Kassier, was das Ding hier ist? Jawohl, das weiß ich. Weiß ich als Kassier, dass ich das, oder als Buchhalter, weiß ich das, dass ich das anderweitig gebucht habe, indem ich das aufgeteilt habe mit jeweils einer neuen Buchung? Jawohl, das weiß ich. Also kann ich an der Stelle diese offene Forderung hier nehmen, kann die anklicken und löschen. Wenn Sie diese offene Forderung, die aus einem Bankauftrag resultiert, hier nicht sehen würden, dann müssten Sie hier oben anklicken, offene Posten mit bereits zur Bank übermittelten Aufträgen anzeigen und dann würde Ihnen diesen Posten anzeigen. Das ist normalerweise ausgeblendet, weil wir ja eben sagen, 99% passen eben. Genauso würde das jetzt ausschauen. Der Stahlbau Gruber 291 oder 25 brauche ich nicht mehr. Ich kann diese offene Forderung hier löschen. Diese brauche ich nicht mehr. Übrigens würde ich das auch in den Kontoumsätzen sehen. Denn wenn ich mir jetzt den Kontoumsatz raussuchen würde vom Stahlbaugruber, dann würde ich jetzt in dem Kontoumsatz sehen, welche Buchungen dazugehören. Das sieht man hier. Ich habe also jetzt einmal eine Buchung über 125 Euro und einmal eine Buchung über 166,25 Euro. Das würde ich also hier drin jetzt sehen. Wenn ich jetzt blödsinnigerweise mal hergehen würde und würde sagen, ganz lustig, aber ich will jetzt auch hier die Zuordnung aufheben. Das heißt, ich will das, was ich gebucht habe, ungeschehen machen. Klicke ich mal auf Zuordnung aufheben. Und jetzt eine Preisfrage. Was finde ich denn jetzt in der Buchungskontrolle im Register offene Forderungen? Also, ich habe den unverbuchten Kontoumsatz hier, aber was finde ich jetzt in der Buchungskontrolle offene Forderungen? Wer kann es mir sagen? Ich weiß, es will keiner. Ja, ich finde natürlich die beiden offenen Forderungen hier. Diese beiden Buchungen, die ich jetzt gerade vorher gebucht habe, die finde ich jetzt natürlich in den offenen Forderungen. Denn eine Buchung ist nichts anderes als eine offene Forderung mit einem anderen Status. Mit dem Status abgeschlossen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt buchen wollte, markierte ich das Ganze, klicke unten dann auf Buchen. Er springt jetzt nicht mit offener Forderung verbuchen. Das muss ich jetzt machen. Müsste mir dann hier alle offenen Forderungen anzeigen. Und jetzt könnte ich sagen, du pass auf, April, April, nein, ich will das schon. Ich will die beiden mit den entsprechenden Konten hier buchen. Also mit diesen entsprechend eingestellten Konten will ich das Ganze buchen. Und gut ist. Genau. Also wie gesagt, das war jetzt halt eben dieses Buchen mit offenen Forderungen, das wir vorher gemacht haben, als Splitbuchung. Als Splitbuchung könnte man natürlich das auch so ansehen, dass man eben sagt, was wir vorher nochmal gemacht haben mit dem Beitrag, also auch vielleicht nochmal ganz kurz, dass ich diesen Beitrag vom Alexander Muth, der mir dann vier Buchungen ergeben soll. Hier wurde eben ein Beitrag eingezogen, 65 Euro. Und dieser Beitrag, der besteht aus mehreren offenen Forderungen. Schauen wir uns mal an. Also ich habe hier einen Beitrag eingezogen, eben vom Muth Alexander. Ich habe eine Gutschrift von der Bank erhalten über 65 Euro. Forderungs- oder buchhaltungstechnisch sind das Ganze aber vier Posten hier. Und diese vier Posten, die könnte ich jetzt hier ganz einfach auf einmal zuweisen, und zwar eben indem ich hier den Muth Alexander anklicke
sagt buchen. Er springt automatisch wieder in das Register offene Forderungen buchen. Und hier ist schon alles eingestellt. Die Konten sind schon eingestellt, die Sparten sind schon eingestellt. Das heißt, an der Stelle hier könnte ich jetzt alle vier Posten auf einmal markieren, buchen und dann ist das Ganze ebenfalls fertig. Dann habe ich auch aus diesem einen Zahlungseingang hier einen Split auf vier Buchungen gemacht und jetzt haben wir also insgesamt deren sechs Buchungen im Journal. Schaut genauso aus. Ja, das war es jetzt mal mit diesen Split-Buchungen aus offenen Forderungen. Gibt es dazu noch Fragen? Keine aus Köln.